sowas, was da steht. Ja, genau. Auf keinen Fall nehmen, weil das sind Gewürze, die null Aroma haben, null Geschmack mitbringen und auch wahrscheinlich nur von der Produktion her sehr billig sind, preiswert sind. Ja, das ist ja. Also da in der Hinsicht, wer halt in Mallorca lebt, da würde ich empfehlen, einfach zum Olivarmarkt zu gehen. Da ist der Christian, der Argentinier, der hat so einen ganz kleinen Gewürzladen, da bekommt man alle Gewürze der Welt und die wirklich gut und frisch und zu guten Preisen. Und ja, frische Gewürze leben einfach länger. Schön in Mörser rein, frisch malen. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres als Gemörser. Mit 15, 16 Mann in der Küche drin gestanden und da hat es einfach auch funktioniert, auch ohne großartige Technik. Da waren das ganz einfache Sachen, da es einen Salamander gab, ein Herd und vielleicht noch ein Konvektomat, ne? Damals ohne Dampf. Heute ist alles anders. Du hast die Vakuumiergeräte, du hast einen Sous-Vide-Garer, du hast Kombidämpfer mit Dampf und Hitze, Kerntemperaturfühler. Aber es hat sich auch dahingehend verändert, dass wir jetzt nur noch 4, 5 Mann in der Küche drin haben. Für dieselbe Arbeit, das was vorher ca. 15, 16 Leute gemacht haben. Da hat sich einiges getan. Deswegen ohne Technik geht's nicht. Jetzt auch noch mal ganz kurz begrüßen, der Frank hat das ja schön gemacht. Gott sei Dank haben wir jetzt auch was zu trinken gekriegt, weil wir haben gesagt, solange wir nichts zu trinken haben, sagen wir nichts. Oh. Aber es hat jetzt funktioniert, ne? Jetzt haben wir endlich mal was. Also erstmal zum Wohl. Zum Wohl. Schön, dass ihr da seid, auf einen schönen Abend. Es freut uns natürlich, dass ihr wirklich so zahlreich da seid, ne? Und ja, unsere Koch- und Weinkunst, ne, heute Abend genießt. Ja, wie gesagt, ich bin ja selbst jetzt von Deutschland hierher gekommen, von Speyer. Ich habe in Speyer selbst eine Kochschule und der Marcel und ich, wir kennen uns jetzt auch schon fast fünf Jahre. Da habe ich ihn kennengelernt, ne, da war er, ja, wie sagt man so schön, bei uns in der Pfalz sagt man ein junger Bub, ja, der am 7. die Forscht, ne, um sein Überleben gekämpft hat. Ne. Ich weiß nicht, vor 5 Jahren das erste Mal bei ihm in der Küche drin war. Da habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil die Küche im 7. die Forscht war nicht arg viel größer als hier. Ja, nur vielleicht 2 Meter länger, aber das war es ungefähr. Und da hat er da drin gewirbelt, ne, und hat es ja dann bis zum Stern geschafft. Ne, und dann, ja, der Weihnachten, ne, mit dem Top-Chef, ne, das weiß auch mittlerweile jeder, dass der Marcel da auch gut abgeräumt hat, ne, wo man auch als deutscher Koch und auch als alter Hase, so wie ich einer bin, der bestimmt auch schon einiges erlebt und mitgemacht hat, wirklich Chapeau ziehen darf, ne, und herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, was der Marcel da geleistet hat.